Und dann Moinsen zu diesem Stadion-Audio-Vlog gegen Mainz 05. Es geht Schlag auf Schlag. Wir hatten Top-Leistung gegen Leipzig. Starkes Ausspiel in Freiburg auch dabei gewesen. Gegen Leipzig sowieso auch dabei gewesen. Und dann am Dienstag auch das nochmal anzusprechen. Und wir haben schon oft getan, haben auch im Vorbericht und so von gestern noch meine Videos. Ja, grandiose Leistung in Leverkusen. Eine Leistung, auf die man nur stolz sein kann. Lucky Punch, leider ausgeschieden. Ne? Passiert in Leverkusen leider, aber eine Top-Leistung. Jetzt in die Verlängerung gehen müssen mit der Leistung eigentlich. Super Spiel. Jetzt haben wir auch einen Direktvergleich. Auch die UNDAF-Aussage, die ist das auch schon angesprochen. Aber jetzt haben wir einen Direktvergleich auch mit dem Bayern-Spiel gestern. Ich würde mal sagen, würde mal mindestens sagen, dass wir besser waren in Leverkusen, als es die Bayern gestern waren. Aber kommen wir zu unserem Spiel auf jeden Fall. Gestern Leipzig gepatzt, Punkt in Augsburg, Dortmund kann wieder 3 Punkte drauf machen mit dem Spiel heute, weil so ist es ja aktuell tatsächlich, geht um Champions League aktuell, ne? Champions League Plätze, da Punkte machen auf Leipzig, Punkte machen auf Dortmund, klingt surreal, aber es ist ja aktuell so, es könnte wirklich darauf hinauslaufen, dass wir nächstes Jahr Stuttgart international spielen, absolut, absolut Wahnsinn, da fange ich wieder an zu grinsen, mal mindestens in mir, aber ich glaube auch ein bisschen kommt es gerade raus, und deswegen gegen Mainz ist ganz klar, ne? Ich habe den Begriff in den Mund genommen, ich mag ihn auch nicht so ganz, Pflichtsieg, ne? Weil es ist halt Platz 3 gegen Platz 17 aktuell, Mainz einzig in der Saison, kein Auswärtssieg, läuft halt überhaupt nicht, die brauchen dieses Spiel, wie auch schon angesprochen in Videos, ne? Aber brauchen dieses Spiel, wo es einmal Klick macht, wo auch das erste Ding mal reingeht direkt, haben ein bisschen Probleme beim Tore schießen, deswegen, natürlich gehen wir als Favorit rein, natürlich erwarten wir, sage ich mal, in dem Sinne, dass wir da den Sieg holen können, selbst wenn Mainz auch trifft und so, sollte man meinen, dass wir die Qualität haben, dann halt auch ein paar mehr Tore zu erzielen als Mainz dann, als der Gegner dann eben, so positiv und so selbstbewusst darf man auch sein, aber, wie es auch Hoeneß sagt, wie es auch ich gesagt habe, mit der notwendigen Demut, ne, mit der notwendigen Ruhe dabei, ne, und das alles einbeziehen, weil er auch gesagt, du musst ans Eingemachte gehen gegen Mainz, das wirst du auch tun müssen, in Sachen Fouls, in Sachen Karten, die sind ruppig dabei, statistisch und so weiter und so fort und sowieso logisch in Sachen Abstiegskampf, dass du halt ein bisschen anders Fußball spielst, deswegen, sie könnten uns wehtun, wir haben es auch schon oft überstanden gegen genug Mannschaften, sonst würde man nicht da oben stehen in der Tabelle aktuell, deswegen auch da jetzt kein Grund oder so oder kein Negativargument gegen uns oder so, aber man muss halt mit reinnehmen, dass es hier alles noch nicht gegeben ist. Das ist alles, wir können auch keine Arroganz leben, wir können keine Ahnung was, keine Abgehobenheit leben und sagen, ja, Mainz 17 ist schlecht sowieso. Gehe ich nicht davon aus, dass es im Trainerteam, in der Mannschaft irgendwo so ist, im Fanlager glaube ich auch in weiten Teilen nicht, aber die Gefahr ist eben da, dass man da in dem Sinn vielleicht in so Spiele ein bisschen zu positiv reingeht, sag ich mal. Trotzdem auch das, um die Kurve zu bekommen, es ist ganz klar, was heute Sache ist. Dritter gegen 17. Da ist es ganz klar, wir sind der Favorit. Heimspiel ist immer sowieso Heimmacht absolut in der Liga bisher diese Saison. Deswegen auch da kann man schon erwarten, dass man gewinnt, aber eben noch mit einer gewissen Demut und mit einer gewissen Ruhe. Das will ich noch ein bisschen rüberbringen, aber auch da bin absolut positiv gestimmt. Was ein bisschen rauskam schon, ist, dass wohl eher Bredlo spielt als Nübel wegen der Verletzung. Ja, natürlich ein kleines Downgrade, aber es wird schon passen. Und dann ja vorne drin musst du gucken, Bild schreibt von UNDAF, vielleicht auch Gerassi oder Gerassi von der Bank, UNDAF von Beginn an, musst du gucken, Qualität ist genug auf dem Platz, um auch Mainz zu schlagen und eben aus so Leistungen raus, Leipzig, Freiburg, Leverkusen, muss heute absolut alles drin sein, ich habe brutal Bock drauf, gutes Wetter, ausverkaufte Hütte sowieso, geh mal einfach rein. Yeah!
Gänse. La 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 la
1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! 1893, hey! So dermaßen, so ein geiler Fangesang. Geht's auf die Reise, Stuttgart International, Europapokal, Europapokal. Nach all der Scheiße, geht's auf die Reise, Stuttgart International, Europapokal. Und Höhn ist immer beobachtend hinten. Der Macher steht hinten und beobachtet, der Trainer. Absolut geiler Typ. Jetzt gewinnen die selbst solche Spiele auf diese Art und Weise, aber wie ihr es kennt, gehen wir mal von vorne bis hinten durch. Meine Stichpunkte, die ich rund um den Spieltag mir gemacht habe, rund ums Spiel, erstmal so ein bisschen leicht überraschende Aufstellung, in dem Sinne von Predlo wurde schon so berichtet davor, auch dass Undorf spielen könnte, ne, und Gerasi erstmal von der Bank, aber dass eben Stenzel reinkommt, wieder auf rechts, wieder richtige Viererkette spielt statt der Dreierkette, leicht überraschend gewesen, aber eben eines Tages funktioniert. Hoeneß darf eh gefit machen, was er will, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, das ist alles fein. Sind auch gut reingekommen ins Spiel, besser als Mainz auf jeden Fall. Dann eben die kurze Unterbrechung, ne? Tennisbälle, dies, das. Dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, hab schon viel gesagt. Auch inhaltlich mich ein bisschen damit befasst und ein bisschen ja, eingeordnet im letzten Video oder in einem der letzten Videos in dem Dreiteiler. Müsste der erste gewesen sein mit Freiburg auswärts und dann eben Protestaktionen da ein bisschen eingeordnet. Deswegen halte ich mich hier kurz. Könnte auch generell ein bisschen kürzer werden, das Spielfazit mal tatsächlich im Vergleich zu den letzten Wochen, aber mal sehen. Ja, angehaltenes Spiel, was waren es, 15 Minuten Nachspielzeit, glaube ich. Und da muss ich sagen, halt diesmal was ein bisschen neu war in dem Sinne. Es gab ja selbst Pfiffe in der Kurve, ne? Auch Sprüche und ja, ich sag mal, Schreie nach unten in den Stehbereich zu den Ultras, aber wer immer da jetzt ja federführend ist, sag ich mal, wer dann irgendwie wieder vermummt irgendwelche Tennisbälle auf den Platz schmeißt. Aber selbst da, es gab Kontra und das eben nicht im Stadion von irgendwo, sondern eben aus der eigenen Kurve. Ne? Also das ist vielleicht ein Thema, was man wirklich im Auge behalten muss, dass da eben noch ein bisschen mehr als jetzt die Berichterstattung und andere Leute auch dagegen sind, nämlich in der eigenen Kurve sogar auch. Mal gucken, das könnte vielleicht potenziell gefährlich werden, sag ich mal, ohne jetzt da überdrehen zu wollen, aber das ist schon auch was, auf das geachtet werden muss, wenn es eben die nächsten Wochen auch weitergeht mit so Protesten und sowas. Gab ja auch mehrere Ladungen, das wahrscheinlich auch deswegen vor allem, weil das erste Mal kamen Tennisbälle, dann sah es so aus, gut, jetzt haben sie alle zusammengerammelt, können wir wieder weiterspielen, dann kam die nächste Ladung von, weiß ich was das ist, immer Flummis, was weiß ich, was sie da auf den Rasen werfen und dann, ja, war ein bisschen hitzig, ein bisschen unbeliebt auf jeden Fall in der Kurve. Dann fand ich es auch gut, dass der Capo hingeht und sagt, also kurz bevor es wieder weiterging, als wir fertig waren damit und halt kurz einmal erklärt, inhaltlich erklärt, um was es geht, ne, habe ich auch schon angesprochen, inhaltlich gehe ich da vollkommen mit, ist alles komplett fein, dass man da dagegen ist und dagegen was tun will, ne, Thema 50+1, Thema Investor im Fußball generell, Thema auch hier Investor, der vielleicht ja in irgendeiner Form aus Saudi-Arabien kommt und so Geschichten, Spieltagszerstückelung, die vielleicht bevorsteht, davor vor allem eben auch das habe ich oft angesprochen, diese sehr, sehr, mal mindestens sehr, sehr fragwürdige erste Abstimmung, geheime Wahl, die falsche Stimme von Hannover, von Kind, ne? Inhaltlich alles in Ordnung, alles sauber, kann man voll dagegen sein, gehe ich auch voll mit. Einzige Thema, was du auch heute gemerkt hast, ne? Wie gesagt, Pfiffe in der eigenen Kurve gegen die da unten, sage ich jetzt mal so, gar nicht böse gemeint. Und ja, das ist halt das Thema, ne? Protestaktion, die Form der Protestaktion. Mal gucken, inwieweit das Zukunft hat im Sinne von, wie unbeliebt das noch wird. In der Medienberichterstattung, in den Live-Kommentaren und so sowieso, aber das ist auch da vielleicht einfach generell so ein Thema, dass da vielleicht Fans sich die größte Lobby haben, sage ich mal, aber eben es auch mittlerweile selbst da unbeliebt wird, in der eigenen Kurve, bei den eigenen Fans unbeliebt wird.
da musst du halt ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, deswegen, damit fasse ich es mir heute ein bisschen zusammen, fasse ich es ein bisschen kürzer, weil ich es im anderen Video ein bisschen länger angesprochen habe. Inhaltlich alles fein, nur Protestaktionen oder Protestformen musst du halt mal gucken die nächsten Wochen, wie das weitergeht, wie das weiter eskaliert. Und das auch noch, scheint es ja zumindest was zu tun, ne? Vereine reagieren, DFL reagiert mit irgendwelchen Erklärtexten und so. Vielleicht tut sich da ja echt in den nächsten Wochen noch ein bisschen was. Warten wir einfach mal ab. Wir waren dann besser im Spiel, aber Spiel trotzdem ein bisschen träge gewesen oder hat der Unterbrechung ein bisschen träge. Wichtig und so ein bisschen, ja, der Knackpunkt dann, ab dem es dann richtig abging, wo dann Blut geleckt wurde, auch in dem Sinne, war das Tor von Mittelstädt. Auch das wieder schön, das war, glaube ich, das Ding von Stenzel, was rübergeschossen ist durch die Mainzer. Mittelstädt eiskalt abgeschlossen, egal was der macht, ich feiere den eh komplett und freue mich auch für den, wenn dem irgendwas gelingt, jedes Mal aufs Neue. Mittelstädt, absolut geiler Typ. Leveling, zweites Tor für ihn ist auch nach Leipzig dann, freut mich auch sehr für ihn, dass er jetzt langsam auch ins Tore schießen kommt. Auch da geiler Ball gewesen, auch geil, auch wirklich gut verarbeitetes Ding und einfach reingehauen dann am Ende des Tages, 2-0 geführt. Wie gesagt, das Tor hat es gebraucht, um was zu lösen im Spiel auch. Deswegen kam auch direkt das zweite hinterher, absoluter Doppelschlag zeitlich. Auch dann eben im Stile einer Spitzenmannschaft. Schon da habe ich mir das aufgeschrieben und das fasst, glaube ich, das ganze Spiel ganz gut zusammen. Auch immer so ein bisschen den Schritt schneller gewesen als Mainz, hatte ich so das Gefühl. Und dann, ja, zweite Halbzeit bisschen vor sich hingeplätschert, ein bisschen träger gewesen, also träger im Sinne von Spiel, auch Stimmung ein bisschen träger gewesen, aber es war halt eben auch die Situation, wie es halt auch dann auf dem Papier ja auch war in der Situation, da spielt gerade Platz 3 gegen Platz 17, Platz 3 führt 2-0 zu Hause, große Gefahr geht für mich nicht von Platz 17 aus, dass da irgendwas passiert, dann wirkt es halt mal ein bisschen träger, ne? Fände ich jetzt auch gar nicht irgendwie irgendwie überraschend oder schlimm oder sowas. Es passiert halt dann in so Situationen. Gerassi-Einwechslung war ein brutal geiler Moment. Gänsehaut, auch schon als er in der Startelf auf der Bank genannt wurde, absolut geil. Spiel ja generell, fand ich zumindest, so kam es mir im Stadion rüber. Ne? Statistisch war Mainz, glaube ich, echt ein bisschen besser noch dabei, als ich es im Stadion im Gefühl hatte, wie für mich das Spiel auf mich gewirkt hat. Aber so waren es eigentlich wirklich mehr oder minder ungefährdet, souverän, ohne jetzt aber groß zu überragen, ne? Weil es kein Weltklasse-Spiel von uns, aber halt absolut mehr als genug, um halt Mainz zu schlagen in der aktuellen Verfassung von beiden Vereinen. Ne? Und mit dem 3-0 halt absolut alle Dämme gebrochen, mit dem Undav-Ding auch stimmungsmäßig absolut wieder volle Karacho. Ab da war es wieder richtig, richtig geil mit den üblichen Geschichten. Ne? Nach all der Scheiße geht's auf die Reise und so weiter und so fort. Das hat richtig Bock gemacht. Da war wirklich nochmal richtig Feierstimmung drin nach dem 3-0. Und wie ich schon gerade angekündigt habe, wie ich eingegangen bin, jetzt spielen die selbst schon solche auf dem Papier eklige Spiele souverän runter. Ne? Oftmals hat man so, dass so ein Spiel dann eklig wird. Du Robin Hood-mäßig letzten Jahre oft gegen eher schwächere Teams dann auch irgendwie patzt oder so. Hätte auch heute passieren können, auch angesprochen. Ne? Die sind eklig, ruppig, viele Fouls, viele gelbe Karten, Abstiegskampf und so. Brauchen ein Spiel, wo es Klick macht und sowas. Haben wir nicht zugelassen. Haben wir nicht zugelassen. Wir spielen selbst solche Dinger, wie auch vorhin schon gesagt, im Stil einer Spitzenmannschaft mittlerweile runter. Und das ist einfach nur komplett beeindruckend. Auch da, auf mich mal hören. Ich habe ja 3-1 getippt. Ne? Einfach mal meine Tipps auch mit reinhören in dem Sinne. Und jetzt aktuell 16 Punkte auf den ersten Nicht-Europa-Platz, auf Platz 8, Platz 9. Das ist komplett absurd. 7 Punkte auf Leipzig, auf Platz 5. Also wir müssen halt wirklich mittlerweile echt damit rechnen, soll es gar nicht negativ klingen, aber im Sinne von Erwartungshaltung und so weiter und so fort, müssen wir uns, glaube ich, echt langsam lösen, auch ich mich innerlich ein bisschen lösen und zu sagen, ja, natürlich kommen wir nach Europa. Ich meine, guck mal auf den Punkteschnitt. Ne? Ich habe es auch im letzten Video mal ausgerechnet gehabt, mit jemandem, der es gemacht hatte, über 10 Saisons runtergerechnet. Du brauchst 55 für Europa, auf jeden Fall Europa League und 60 so viel Champions League im Schnitt. Das sind jetzt, wir haben 43, wir haben noch 13 Spiele sind es ja, glaube ich, wir müssten einen Punkteschnitt um die 1,0 oder schlechter spielen pro Spiel. Und das geht ja komplett gegen jede Realität, die aktuell Hoeneß und diese Mannschaft abliefert. Hoeneß ja mit einem wahnsinnigen Punkteschnitt und eben auch spielerisch und so weiter. Wie gesagt, alles hoch verdient. Da müsst ihr schon wirklich mit dem Teufel zugehen. Da müsst ihr echt wirklich spielen, die letzten 13 Spiele oder wie viel jetzt noch sind in der Liga, wie ein Absteiger, damit du nicht irgendwo europäisch die Saison beendest oder in europäischen Rängen beendest. Absoluter Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Schöne Überlänge auch hier, denn absoluter Wahnsinn seid auch ihr. Jedes Mal aufs Neue, wirklich, ich freue mich, ein Loch in den Bauch, weil, ne, wir ist ja hier, Stimmung und so reicht für mich von mir aus auch mit Audio und sowas, ne, auch da, Thema Ultras, ne, nicht filmen dürfen, wo ich da bin, ne. Und da reicht mir das Audio für Stimmung und sowas, ne, ist ja akustisch, aber Tore sind immer schön und auch heute wieder hinbekommen. Ich frage ja immer gerne nach Clips, wer da ist, gerne was schicken und so, wer was aufnimmt. Auch heute wieder habe ich durch euch die Chance zu präsentieren, alle 3 Tore wieder in Video, in Bewegtbild auch mit drin noch, um das Ganze perfekt abzurunden, aufzuwerten.
nur durch euch. Nur durch euch, deswegen da wie immer auch ein riesen Dankeschön an euch als Community, als Abonnenten, als Follower, Instagram und so weiter, wo es ja da über die DMs vor allem läuft. Bei der Videoschickerei hier, sag ich mal, bei dem Aufwerten vom Video. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Es ist unfassbar schön. Und dann auf jeden Fall hier auch eure Chance, wie immer, eure Möglichkeit, ab in die Kommentare, rein in Bundesliga, VfB, Schwelgerei, in, wie gesagt, Wohlfühloase VfB ist es ja absolut. Danke an der Stelle wieder mal fürs Zuschauen. Wie immer auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen. Ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal.